Willkommen zur dritten Lesung an einem Mittwoch aus Korhan. Als er sich der Herde näherte, nahm er die Aufmerksamkeit der Tiere an etwas anderem wahr. Ansonsten wären sie ihm schon längst entgegengelaufen, voller Vorfreude auf das schmackhafte Salz. Sie sahen ihm entgegen, als wollten sie ihn ermahnen, in gewisser Weise, als wollten sie ihm sagen, »Na, endlich bist du da!« Dann können wir ja jetzt wieder unserer Wege gehen und du kümmerst dich jetzt um diese Sache. Er war wie die Ablöse für die Leibwächter Jales und deren Säugling. Als Amir näher kam, wichen die Tiere zur Seite und machten Platz. Amir fand Jale zusammengekauert, schmutzig, mit Blut verschmierten Händen und zitternd. Erst beim zweiten Hinsehen fiel ihm auf, dass sie etwas unter ihrem Umhang versteckte. Sie nahm den Stock auf, den sie unter dem Rock verborgen gehalten hatte. »Wage es nicht!« fauchte sie. Amir musste schmunzeln. Er konnte sich nicht daran erinnern, dass irgendjemand Angst, irgendwann in seinem Leben vor seinem Anblick Angst gehabt hatte. »Sieh mich an. Ich bin ein armer Schäfer und Ziegenbauer. Vor mir brauchst du dich nicht zu fürchten.« Jale funkelte ihm misstrauisch entgegen. »Lass mich dir heraushelfen.« »Verschwinde! Ich schaffe das allein!« »Wie du willst.« Er trat einige Schritte zurück und sah verwundert, dass seine Herde mit ihm zurückwich. Als hätte ihre Herrin ihnen das in strengem Ton befohlen. Jale rutschte auf allen Vieren aus dem Gestrüpp heraus. Sie hustete. Der Staub hatte ihr die Kehle ausgetrocknet. »Die Sonne steht schon hoch. Wir sollten in die Hütte gehen.« Amir hatte es so selbstverständlich wie nur möglich klingen lassen. Dann setzte er sich sehr langsam in Bewegung, was ihm persönlich sehr entgegenkam, denn er spürte tatsächlich die Hitze der Sonne als etwas sehr Unangenehmes und er sehnte sich nach seiner Hütte, die eher einem besseren Verschlag glich. Aber dort gab es die Wasserquelle. Es gab Käse und Trockenfleisch und er konnte die Tiere melken. Denn dann war auch frische Milch da. Natürlich hatte er richtig kombiniert. Das war eine geflüchtete Mutter aus der besiegten Stadt mit einem Neugeborenen. Amir hatte noch nie in seinem Leben einen Säugling so nahe gehabt und er hoffte, dass das Kind lebte. Denn was war das für ein Säugling, der nicht einen Ton von sich gab? Er drehte sich absichtlich nicht nach der jungen Frau um. Das musste er nicht, denn er hörte ihre schleppenden Schritte hinter seinen schleppenden Schritten. Sie folgte ihm. Er konnte es nicht erklären, aber da war so etwas wie ein warmes Gefühl in seiner Brust für dieses Wesen, das ihm in diesem Augenblick ärmer und viel bedürftiger erschien, als er selbst in seiner Armut. Und genau genommen war er nicht arm, im Gegenteil. Amir fühlte sich reich, sehr reich sogar. Denn er hatte ein Dach über den Kopf und zu essen, so viel er wollte. Und das hatte er sich alles alleine geschaffen. Sie gingen noch eine gute halbe Stunde, als in einem lichten Waldstück die Umrisse einer Hütte auftauchten. Amir legte den Riegel zurück, öffnete die Fensterläden, die Luken ohne Verglasung freigaben und deutete der Frau stumm einzutreten. Nun konnte er in ihrem Blick erkennen, wie erschöpft sie war. »Richte dich ein, Frau, ich melke gleich die Tiere, dann bekommst du frische Milch und etwas zu essen.« Er wartete nicht darauf, dass sie ihm etwas entgegnete. Er ging geradewegs auf seine besten Milchtiere zu und begann mit seiner Arbeit. »Ich bin Jale«, rief sie ihm leise nach. »Ich bin Amir«, rief er prompt zurück. Jale legte den Umhang auf die schmale Liege neben der Feuerstelle und wickelte das Kind
aus dem Tragetuch, in dem es gänzlich verschwunden gewesen war. Sie legte sich auf die Liege, gab dem Säugling die Brust und das erste Mal, seit sie ihn geboren hatte, lächelte sie ihn an. Ich dachte, wir würden beide in der Wildnis am Berg sterben, aber sieh nun, wo wir gelandet sind. Der Kleine sog gierig an ihrer Brust, es war ein Glucksen zu hören, und er sah zu ihr hoch mit seinen dunkelblauen Augen, die ihr Gesicht zu mustern schienen oder auch nicht. Vielleicht waren es nur Umrisse, die er wahrnahm, ganz sicher aber gab ihm der Geruch von Jale Vertrautes in sein Gedächtnis, Warmes, Behagliches, das er, wenn er älter sein würde, als mütterlich beschreiben sollte. Jale fielen die Augen wieder zu. Sie schlief erneut ein, wohl war es die Gewissheit, so etwas wie vage Gewissheit für sie und ihr Kind gefunden zu haben. Für wie lange war nicht wichtig im Moment, für die Dauer ein Glas Milch zu trinken jedenfalls. Denn das hatte der Schäfer und Ziegenbauer ihr versprochen. Mit diesen Gedanken schlief sie ein. Es knisterte ein prasselndes Feuer. Amir hatte die Feuerstelle entfacht und ein Gefäß darauf. Es roch nach warmem Käse in Milch und auf dem Boden hatte er eine kleine Mahlzeit gerichtet. Sie konnte Brot sehen, Trockenfleisch und noch einmal Käse, sogar einige Früchte lagen daneben. »Komm, iss!« Amir sprach so, wie er sprach, ruhig, gelassen. Jale band sich den Umhang um, das Kind schlief tief und fest. Sie deckte es mit dem Tragetuch zu und setzte sich zu Amir auf den Boden. »Danke!« Schweigend saßen sie und aßen. Jale wusste nicht, wann sie das letzte Mal so gut gegessen hatte. Während der Belagerung der Stadt hatte sie kaum noch gegessen, denn es gab nichts. Ab und zu fand sie hartes Brot oder ein Stück halb verfaultes Obst neben den Steigen. Diese Mahlzeit würde gut für ihre eigene Milch sein, die ihr Kind so lebensnotwendig brauchte, und das machte sie froh und dankbar. Immer wieder sagte sie während des Essens, »Danke.« Unten im Tal, in der Ebene, zwischen zwei Meeren und in der Stadt, die nun besiegt und kümmerlich rauchend und zerstört dalag, hatte sie ihre Vergangenheit zurückgelassen. Nur ein Tag hatte alles geändert. Ein altes Reich war versunken und ein neues Reich entstanden. Was hatte sie mit all dem zu tun? Nichts, so dachte Jale. Und so war es auch. Mit dem Untergang des Byzantinischen Reiches hatte sie nichts zu tun. Und mit dem Entstehen des Osmanischen Reiches im direkten Zusammenhang auch nicht. Aber mit der Zukunft dieses Osmanischen Reiches, damit hatte Jale mehr zu tun, als sie ahnte. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr nächsten Mittwoch wieder dabei seid. Also, bis dann!